Hallo, herzlich willkommen zu meiner Serie Numerik. Hier in diesem Video schauen wir uns Approximationstheorie an und ein paar Methoden. Wir wollen eine Bestapproximation. Das ist, wenn wir irgendeine Funktion gegeben haben, f, dann wollen wir das Minimum haben und davon den Funktionswert. Möglichkeiten dafür sind zum Beispiel Funktionsräume, dass wir das Minimum haben wollen, oder im Vektorraum, dass wir irgendeinen Unterraum gegeben haben und uns nur darin bewegen können und dann das Minimum zu irgendeinem Punkt in dem gesamten Vektorraum haben wollen. Und das ist genau auch die U-Best-Approximation, dass wir nur im Unterraum sind. Dann Minimaldistanz, das bezeichnen wir mit e, x² von u, wobei u unser Untervektorraum ist. Und da nehmen wir einfach das Minimum über alle u von x, also den Abstand, da ist die Funktion f vorgegeben. Dann haben wir ein Beispiel, wenn wir ein LGS haben, dann können wir Räume dk mit steigender Dimension definieren. Und dann können wir xk als argmin von xkd berechnen. Und da sehen wir das in der ersten, dass wir bei der ersten Iteration schon die erste Dimension aus dem ersten Unterraum haben und dann immer, dass wir dann eine höhere Dimension bekommen und dann jedes Mal nur einen Eintrag von xk quer ändern müssen. Besonders gut ist es, wenn wir keine Norm haben, sondern ein Skalarprodukt, dann können wir da die Projektion machen und es unabhängig voneinander machen. Jetzt schauen wir Approximationen Räume mit Skalarprodukt an. Da haben wir zwei Ungleichungen. Einmal die Cauchy-Schwarz, dass der Betrag von x, y vom Skalarprodukt kleiner gleich als x mal y ist. Und dann haben wir die Trapez-Ungleichung. Die sagt einfach, dass x plus y Quadrat plus x minus y Quadrat gleich 2x Quadrat plus y Quadrat ist. Jetzt schauen wir uns eine U-Best-Approximation an. Das war ja genau der Argmin von u minus x. Und das ist, wenn wir einen linearen Unterraum haben, ist es genau das Skalarprodukt. Wenn wir u minus x haben, kommen wir z. Und wenn das 0 ist für alle z-Elemente des Unterraums, dann haben wir genau unser u gefunden. Wie können wir uns das vorstellen? Das können wir uns kurz aufzeichnen. Wenn wir hier den Unterraum haben und hier den Punkt außerhalb des Unterraums, dann suchen wir genau den Vektor. Und das ist ja u quer und das ist x quer. Und dieser Vektor steht senkrecht auf allen Vektoren, die hier in diesem Unterraum, sich in diesem Unterraum befinden. Und deswegen ist das Skalarprodukt 0. Jetzt können wir das verallgemeinern. Wir haben irgendeine Basis von dem Unterraum. Dann ist u quer ja nichts anderes als eine Linearkombination von den Basisvektoren und z ist auch nichts anderes als eine Basiskombination von Vektoren. Dann können wir das Skalarprodukt auseinanderziehen und bekommen Endgleichungen. Und dieses x quer minus u, Basisfunktion auf der anderen Seite, auch mit Endgleichung. Dann bekommen wir da eine Matrix, weil wir das Alpha auch rausziehen können. Und dann haben wir genau diese Matrix. Die Matrix ist positiv definite, symmetrisch. Und falls die Basis von U orthogonal ist, dann haben wir nur die Diagonalmatrix. Und wenn sie orthogonal ist, dann bekommen wir unsere Best-Approximation jetzt hier im Beispiel von Polynom, indem wir die Projektion auf die Basisvektoren machen hier und dann noch normieren. Jetzt kommen wir zur Fourier-Approximation. Da haben wir auch ein Skalarprodukt f, g, das ist einfach die Gerade von 0 bis 2 Pi, f mal g. Haben wir Basisfunktionen 1 durch 2 Pi und Cosinus
in allen Frequenzen durch Pi. Gesucht ist wieder argmin von f minus u. Und die Lösung ist dann einfach un 1 durch a 0 plus die Summe über ak cosinus kx plus bk sinus kx. Und die a 0 ist einfach der Mittelwert über die Funktion geteilt durch Pi und ak ist einfach 1 durch Pi Integral 0 bis 2 Pi f von x cosinus k. Da gehen wir durch alle Frequenzen durch und bei b auch. Dann haben wir die Fourier. Können wir die Fourier-Transformation machen mit der. Also wir wollen die Fourier-Transformation machen, aber dafür müssen wir integrieren, was wir hier gesehen haben. Und das können wir zum Beispiel mit der Trapezregel machen. Da bekommen wir diese ak quer, genau, indem wir 2 durch n machen, Summe über f xj cosinus kxj. Dieses x können wir als hj darstellen und dieses h können wir als 2pi durch n darstellen. Dann bekommen wir die Fourier-Koeffizienten mit der Trapezregel. Da können wir uns noch mehr anschauen. Mit der Trapezregel. Dann sehen wir in dem Satz hier, dass wir diese Cosinus, wenn wir aufsummieren darüber, dass wir 0 oder n bekommen, gerade dann, wenn k durch n, also dieses k durch n, wenn das nicht Element z ist, wird es 0, und sonst, wenn das Element z ist, wird es n, und Sinus von k x j das ist genau 0. Das können wir hier beweisen. Und weiter haben wir noch die diskrete Orthogonalität. Da können wir Cosinus mit verschiedenen Frequenzen und Sinus mit verschiedenen Frequenzen und Sinus und Cosinus mit verschiedenen Frequenzen anschauen. Und dann sehen wir auch, dass es entweder 0 oder n halbe ist oder n 0 minus n halbe oder n, je nachdem, was wir verschiedene k und ls haben. Und dann bekommen wir, dass Fourier auch interpolierend ist. Und da haben wir dann die diskrete Bestapproximation. Dann können wir dieses Fourier können wir auch noch schnell berechnen. Das ist eine Fast-Fourier-Transformation. Und dadurch definieren wir uns, also wir wollen diese a-quer und b-quer bekommen. Da definieren wir uns erstmal ein yj mit zwei benachbarten Funktionswerten. Das eine mit i multipliziert. Dann bekommen wir unser ck, indem wir dieses yj mal e hoch ijk 2πn und darüber die Summe machen. Und dann können wir mit dieser Formel die AKs und die BKs berechnen. Dann können wir ausnutzen, dass dieses, also wir wollen ja genau diese C haben, C in Abhängigkeit von diesen Y. Und aus diesen C bekommen wir A und B. Und da können wir ausnutzen, dass wir die Summe haben. Die Summe ist dann nichts anderes als dieses Omega n, was wir hier definieren, was hier einfacher ist. Also hier gehen wir immer 1 hoch, hier gehen wir 1 hoch und hier gehen wir immer, verdoppeln wir und hier verdoppeln wir auch immer so rüber. Und dann bekommen wir genau diese Matrix, das könnten wir invertieren, aber wir nutzen aus, dass diese Matrix, also hier haben wir hoch 4 und wenn wir das hier hoch 4 machen, dann ist es genau wieder 1 und diese Matrix können wir auseinanderschreiben und dann bekommen wir die Regel, dass dieses FL, genau diese Funktion, wir schmeißen Y rein und kriegen die Cs raus, dass wir die auseinanderziehen können mit diesen Regeln hier. Und dann
können wir diese Cs ganz einfach berechnen. Und die Geschwindigkeit davon ist dann mit log ln n genau. Und dann haben wir hier hinten noch eine Anwendung von der Passfourier-Transformation. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.